So auf dem Schiff haben wir ein bisschen Güteraufzug, vor allem für die Restauration, für die Bedienung der Leute, Essen und so weiter. Und keine Personentransport in dem Sinne. Das ist sicher relativ viel Lift, aber kleine Lift. Ja. Spannend ist auch, dass das Schiff fährt mit dem Lift drauf und dass wir nicht fix einfach jederzeit rein können, sondern dass wir wirklich schauen müssen, wenn es im Schiff rum ist. Braucht eine Organisation auch vom Servicetechniker, dass er dann der kommt, wenn das Schiff am Steg ist und wieder am Schiff ist, wenn das Schiff raus muss. Dampfschiffstadt Luzern hat natürlich auch viele historische Sachen drin, wie die Holzverkleidung in der Oberdecke. Und da haben wir natürlich sehr, sehr vorsichtig müssen umgehen mit dem Lift einbauen, dass wir die alte Substanz nicht beschädigen oder etwas kaputt machen, diese Holzumwehrungen. Und da hat man sehr, sehr gut müssen die ganze Sache planen, umsetzen und nach der erfolgreichen Kunde wieder zurückübergeben. Im Gesamten haben wir 19 Schiffe, also in der Flotte sind 5 Dampfschiffe und 14 Motorschiffe. 5 Dampfschiffe sind die Historenschiffe und die Lift werden eingesetzt für Transport von Lebensmitteln, von Essen, Mittagessen, Nachtessen, Getränke und so weiter. Das Thema ist dort, dass wir kochen, die sind normalerweise ganz unten, oder? Teilweise sogar unter der Wasseroberfläche. Dort wird das Essen zubereitet und wenn es dann fertig ist, jeweils mit dem Speislift und transportiert, eben die verschiedenen Decks, oder das Mitteldeck oder das Oberdeck, wo dann Gäste versorgt werden mit Essen. Es hat mal einen Tag gegeben, wo wirklich der Mitarbeiter, der Koch unten, den Topf in zwei Tier geschoben hat mit der Kelle. Das heisst, der Lift ist hochgefahren, hat dann irgendeinen angehängt und die ganze Suppe hat es umgewehrt und alles wurde in die Schacht herab.